Hallo Elektronikfreunde, willkommen nun zum dritten Teil zum Thema Stromlaufplan und Leiterplattenlayout. In diesem Video gehe ich auf die GABA-Daten und die Dokumentation generell ein und ich fange einfach mal hier mit den GABA-Daten an, hier für dieses Layout. Wozu sind eigentlich GABA-Daten da? Also GABA-Daten sind dazu da, damit der Hersteller hier solch einer Leiterplatte die Leiterplatte an sich herstellen kann, sonst geht es nicht. Die GABA-Daten sind also mehrere Dateien, die der Hersteller bekommt. Und zwar braucht er die Daten für jede Lage, die zur Herstellung dieser Leiterplatte notwendig sind. Die Lagen sind ja hier auf der rechten Seite abgebildet. Da gibt es also die Kupferlagen oben und unten. Es gibt den Pastendruck, es gibt den Bestückungsdruck, es gibt die Lötstoppmaske und auch hier Edge Cuts, also die Größe der Leiterplatte. All diese Informationen braucht der Hersteller, um die Leiterplatte produzieren zu können. Bei der Erzeugung der GABA-Daten werden also mehrere einzelne Dateien erzeugt und die sind dann für die entsprechenden Schritte in der Produktion notwendig. Also zum Beispiel, um hier die Leiterplatte zu belichten. Oben und unten braucht man natürlich die Angabe oder die Daten hier für die Leiterbahnführung und die Pads. Und deswegen sind es eben mehrere Dateien. Hinzu kommen natürlich noch andere Dateien oder eine andere Datei. Das sind nämlich die Bohr- und Frästdaten. Denn hier in dem Fall oder generell in allen Fällen von Leiterplatten sind ja Bohrungen vorhanden. Und da muss natürlich auch der Leiterplattenhersteller wissen, wo müssen die Bohrungen gesetzt werden. Um jetzt mal zu zeigen, was die Hersteller benötigen oder wie man diese GABA-Daten aufbereitet, habe ich einfach mal hier zwei Hersteller aus China mal aufgerufen. Einmal ist es JLC PCB und einmal SEET Studio. Und wenn man da sucht, dann findet man hier eine Seite, wo man Informationen bekommt, wie die GABA-Dateien für verschiedene Programme aufbereitet werden oder aufbereitet werden müssen, damit hier in dem Fall diese Hersteller dort die Leiterplatte herstellen können. Man sieht jetzt hier zum Beispiel bei JLC PCB hier eben How to Generate GABA-Daten und Drill-Files für KiCad 5, Eagle, Circuit Maker, DipTrace und so weiter. Und ich habe ja hier KiCad 5 in dem Fall. Da kann man also mal das aufrufen. Dann ist hier die Seite mit den Informationen, wie man die generiert. Und hier bei SEET genauso. Dort sieht man auch schon, denke ich mal, anhand des Bildes hier, es handelt sich hier leider um alte Versionen von KiCad, aber das spielt erstmal keine Rolle. Also man geht hier auf den Bereich Plot zum Beispiel, muss dort ein Target-Verzeichnis angeben und dann kann man hier die Layer auswählen. Man sieht hier, man hat eben vier Layer auf der Oberseite und vier Layer auf der Unterseite. Ich gehe mal hier kurz durch. Das ist also die Kupferlage. Dann der Pastendruck. Da habe ich noch gar nicht drüber gesprochen. Das ist eigentlich nur für SMDs notwendig. Dann haben wir den Bestückungsdruck, also Silkscreen und die Maske, die Lötstoppmaske oben und unten. Und dann haben wir eben hier, speziell bei KiCad, ist es der Layer Edge Cuts. Das ist also die Größe der Leiterplatte. Das ist ganz wichtig. Wenn er die nicht bekommt, dann kann er mit den anderen Sachen nichts anfangen, weil in Edge Cuts sind meistens auch die Bemaßungen drin. Beziehungsweise sieht man, wie groß die Leiterplatte an sich ist. Und dann kommen noch weitere Layer, die man vielleicht verwendet. Also innere Lagen haben wir jetzt hier nicht. Also das ist also das Mindestmaß an Dateien, was man hier diesem Hersteller liefern muss. Bei SEET sieht es genauso aus. Hier geht man schon direkt in die Oberfläche, wie es hier in KiCad auszuwählen ist. Es gibt da noch verschiedene Angaben. Wird man hier gleich nochmal sehen. Hier Use Protil File Name Extensions ist für die ganz wichtig. Hier auch nochmal ein paar Optionen, die man dort auch so einstellen sollte in KiCad. Und hier auch nochmal die Einstellungen für die Bohrdaten. Das ist komischerweise bei dem etwas unterschiedlich, aber das spielt ja jetzt erstmal keine Rolle. Also wenn man sich danach hält, und dann als ZIP-File dem Hersteller schickt, dann kann der Hersteller diese Leiterplatte auch produzieren. So, ich habe jetzt mal beispielhaft hier JLC PCB genommen. Und zwar gehe ich einfach mal hier durch. Also File Plot, das wäre also hier dieses Symbol, wohlgemerkt in KiCad.
In anderen Programmen ist es, wie gesagt, anders und es gibt auch eine Menge Informationen hier bei diesen Herstellern für andere Programme. So, dann haben wir hier einen Target-Folder, da gebe ich einfach mal hier meinen Standard-Folder ein. Und dann haben wir hier die Layers. Man sieht es hier auf der linken Seite, sind jetzt die auch schon so mal eingestellt. Also wir haben natürlich Kupferlagen oben und unten. Wir haben den Pastendruck, den brauchen wir eigentlich hier nicht, weil der Pastendruck ist ja eigentlich nur für die SMD-Bauteile notwendig und auch nur für die Bestückung später, für die automatische Bestückung. Den können wir eigentlich wegnehmen. Dann haben wir den Silkscreen, also den Bestückungsdruck und die Maske, die Lötstoffmaske. Und wir haben ganz wichtig die Edge Cuts, also die Größe der Leiterplatte. Das ist also alles schon mal ganz gut. Und dann kommen hier so ein paar General Options, Entgerbe Options, hier in dem Fall für JLC PCB. Man sieht hier nochmal das mit den Layern und hier auch nochmal, was da angeklickt wurde oder auch nicht. Ich habe das jetzt mal hier angeglichen. Und wenn man jetzt hier weiter geht, dann kann man auf Plot gehen. Plot. Und dann hat er mir die Daten erzeugt. Und als nächstes kann man die, oder muss man die Bohrdaten erzeugen, die Drill Files. Ist eigentlich nur ein File. Und dann geht man hier unten auf Generate Drill File. Und da sind auch einige Sachen zu beachten. Ich muss gleich mal gucken, was ich da einstellen muss. Ja, da sind einige Einstellungen, also Use Alternated Drill Mode, Alternate Drill Mode, dann haben wir Gerber, dann haben wir hier Millimeter, Dezimalformat, ja, und damit ist sozusagen die Einstellung hier erledigt. Generate Drill File, damit sind hier die Drill Files erzeugt worden. Was ist hier noch? Drill Map. Da muss man gleich nochmal gucken, was hier steht. Ja, das betrifft hier nochmal das Generate Map-File. Dieses Drill Map-File beinhaltet Daten. Da sollte man also mal darauf achten, ob dort dieses Format so eingehalten ist. Ich mache das jetzt erstmal nicht, da müsste man nochmal genauer reingucken, was da steht. Und dann kann man die Files überprüfen und zwar mit dem Gerber Viewer. Hier in KiCad gibt es einen eigenen Gerber Viewer, der bei mir aber irgendwie aus unerfindlichen Gründen nicht wirklich funktioniert. Weiß ich jetzt nicht warum. Ich habe hier einen anderen, der nennt sich GerbV und da habe ich jetzt einfach hier die Dateien mal geöffnet, also mit File Open und dann ist man hier in meinem Projektverzeichnis. Und jetzt sieht man hier schon, das sind die ganzen Gerber-Daten hier und die ganzen Files dazu. Und jetzt kann ich hier einzeln anklicken, hier zum Beispiel Edge Cuts. Man sieht hier die Kanten oder die sozusagen die Größe der Leiterplatten. Man sieht hier auch die Bemaßung schon. Also hier sind Angaben von der Bemaßung. Das ist schon mal sehr wichtig. Und dann kann ich sozusagen jetzt Schritt für Schritt die ganzen Layer mal durchgehen, was da so erscheint. Hier zum Beispiel sind es dann die Bohrungen. Dann haben wir noch weitere Bohrungen. Also man sieht, es sind zwei Drill-Files, nämlich einmal die normalen Bohrungen, einmal die Bohrungen für die Bauteile. Die sind hier extra praktisch gesetzt. Was haben wir jetzt als nächstes? Jetzt haben wir hier die unteren Layer, den Bottom Layer, wie man hier sieht. Den kann ich wieder ausschalten. Dann haben wir hier die Maske oben und unten. Wo ist die andere Maske? Die ist hier. Hier. Da packe ich nochmal genau das Gleiche, nur oben, einmal unten. Die Lötstoffmaske. Bei der Lötstoffmaske übrigens ist es so, die ist invers gezeichnet. Ja, das heißt, die ist ja hier um die Bohrung herum. Ich mache die mal nur an, um das mal zu zeigen. Ich kann es können wir es anlassen. Das ist also die Maske, die Lötstoffmaske oben. Und da, wo jetzt hier dieser Kreis sozusagen ist, da kommt keine Lötstoffmaske hin. Ja, die kommt ja dahin, wo sozusagen hier das schwarze Feld ist. Das heißt, die ist invers dargestellt. Aber die anderen Sachen sind nicht invers dargestellt. Und wie gesagt, jetzt hier ist die Kupferfläche unten. Dann haben wir die Kupferfläche oben. Und das sind also ist genau die Leiterbahnführung, die ich ja auch gehabt habe. Und so kann man nochmal durchgehen. Wir haben hier auch den Silkscreen. Ich mache mal das hier aus. Achso, das war der untere. Den oberen brauche ich mal.
Wo ist er hier? Der ist hier gar nicht mit bei. Der Silkscreen fehlt. Den sehe ich jetzt im Moment nicht. Der fehlt leider. Da muss ich nochmal gleich reingucken. Hier kommt noch eine Meldung. Nee, das ist er nicht. Hier ist noch was mit dem Silkscreen, also mit dem Bestückungsdruck oben. Ne? Man sieht hier PSUB Silkscreen, also unten. Aber oben erscheint er irgendwie nicht. Muss ich gleich nochmal gucken, was da das Problem ist. Das Problem war einfach Anwenderfehler. Ich habe vergessen, den Silkscreen hier zu hochzuladen, sozusagen, also zu öffnen. Ich nehme das mal alles raus wiederum. Und jetzt sieht man eben auch hier den, ich mache mal die Drills und raus und den Edge Cuts mache ich rein. Also hier sieht man jetzt den Bestückungsdruck. Wie gesagt, man kann das jetzt auch nicht ändern. Und jetzt hat der Hersteller im Prinzip alle Dateien, die er braucht, um diese Leiterplatte herstellen zu können. Auch hier sollte man immer wieder mal eine Lage nach der anderen aufrufen. Man ist hier durch die Farbgebung eigentlich ziemlich neutral. Das heißt, man ist nicht abgelenkt durch andere Farben und kann also jetzt ganz genau sehen, wo jetzt hier die Kupferfläche sich verteilt, wo die Leiterbahnen langgelegt wurden. Und so kann man da einfach mal durchgehen und gucken, ob nicht irgendwie vielleicht doch noch irgendwas zu sehen ist, dass man einfach nochmal dort auch schaut jetzt hier auf der anderen Seite, ob nicht doch irgendwas noch verbessert werden könnte, was man vielleicht doch im Layout erstmal noch nicht so gesehen hat. Ich habe jetzt hier mal was gesehen an dieser Stelle. Da ist so ein Buckel, das heißt, da habe ich die Leiterbahnführung sozusagen unterbrochen, also das Zeichnen. Das heißt, hier könnte ich nochmal verbessern. Das ist jetzt natürlich eine Kleinigkeit, das spielt für die Schaltung natürlich keine Rolle. Allerdings ist es schon interessant, was sich da so noch ein bisschen einschleicht. Also hier an der Stelle könnte man auch noch was machen, indem man hier diese Leitung ein bisschen runterzieht, das Bauteil nochmal verschiebt ein Stück. Also es sind so wirklich Kleinigkeiten, die man denn noch entdeckt. Und das ist ganz interessant. Und ja, und dann sollte man eigentlich auch da auch nochmal drüber schlafen und nochmal nachdenken, vielleicht gibt es auch Sachen, die etwas noch anders gestaltet werden können, wie auch immer. Letztendlich sind das, wie gesagt, die Daten, die der Hersteller bekommt, und wenn man die jetzt so abschicken würde, dann würde der das so produzieren. Ich habe jetzt mir also doch vorgenommen, nochmal diese kleine Ecke hier rauszunehmen. Auch an dieser Stelle will ich nochmal ein bisschen die Leiterbahn verschieben. Das heißt, ich werde es jetzt hier mal so machen. Das ist ja der Top-Layer. Den Bottom-Layer schalte ich erstmal aus. Ich schalte sowieso erstmal hier alles aus, was jetzt irgendwie nicht notwendig ist. Das nehme ich mal hier alles weg. Und jetzt werde ich hier im Prinzip diese Leiterbahn nochmal neu legen. Ich habe jetzt auch diese Leiterbahn etwas anders gelegt, als sie noch zu sehen ist. Das heißt also, ich muss jetzt auch hier wieder nochmal die Gerber-Daten erzeugen. Und was mir natürlich jetzt auch aufgefallen ist, man sollte auch auf jeden Fall auf der Kupferfläche oben oder unten oder vielleicht auf beiden Seiten auch nochmal Text einbringen, um was für ein Projekt sich das handelt. Das heißt, das werde ich hier auch nochmal machen. So, ich habe auf der Rückseite hier, also unterm Kühlkörper, einen Text erzeugt und da eingesetzt, damit man sieht, was es ist auf der grauen Fläche sozusagen, auf der unteren Kupferlage. Und wenn ich jetzt hier die Layers alle nochmal neu reinlade, ich werde mal ganz kurz hier die Kupferfläche unten, die ist ganz wichtig, und auch die Fläche oben. Ich muss mal kurz hier nochmal gucken. Nee, das ist eigentlich soweit alles. Die kann man hier nochmal reloaden. Dann sieht man jetzt hier auch in den Gerber-Daten, ist das übernommen worden. Also hier auch nochmal der Hinweis, das hatte ich ja im PCB-Design auch schon gesagt, Flexibilität zeigen, sagen, okay, wenn man jetzt in den Gerber-Daten was sieht, was doch nicht so sein sollte oder was fehlt, das habe ich auch zugegebenermaßen vergessen hier in dem Fall, dann nochmal sofort ins PCB wechseln, dort die Änderungen machen, Gerber-Daten erzeugen und wieder zurück. Das gleiche gilt übrigens für Stromlaufplanänderungen oder Änderungen in der Schaltung. Dann immer in den Stromlaufplan wechseln, daraus das PCB dann ändern und daraus dann die Gerber-Daten wieder erzeugen. Das ist eigentlich so der Weg. Also der Stromlaufplan ist sozusagen der Ursprung jeder Änderung
in der Schaltung und hier solche Texte oder sowas sind natürlich im PCB zu tätigen, sodass sie nachher in den Gerber-Daten dann auch sichtbar werden. Ich habe jetzt hier die Gerber-Daten mal in einen ZIP-File zusammengepackt, also linear-psu-gerber.zip. Das sind also hier diese neuen Dateien, inklusive Edge-Cuts plus die Bohrdaten. Und exemplarisch kann ich jetzt hier bei JLC-PCB mal auf Instant Quote klicken und dann diese Gerber-Daten mal hochladen. Dazu geht man hier auf Add Gerber-File und dann kann ich hier dieses linear-psu-gerber.zip hochladen. Je nach Größe dauert es ein bisschen, aber es geht eigentlich meist relativ schnell. Man sieht dann hier die Übersicht, so wie die das, sage ich mal, bekommen haben jetzt, beziehungsweise das ZIP-File analysiert haben. Und als nächstes geht es daran, mal zu gucken, welche Einstellungen hier notwendig sind, um die Leiterplatte so herzustellen oder herstellen zu lassen, wie man es dann auch gerne hätte. So, als erstes wird nach dem Basismaterial gefragt, das FR4 standardmäßig, Aluminium nur für spezielle Anwendungen. Dann haben wir hier ein zweilagiges Layout. Die Abmessung hat er selbst rausgefunden anhand der Daten. Man kann hier die Anzahl der Leiterplatten, die man gerne hätte, auswählen, mindestens jedoch 5. Sonst lohnt sich das auch für den Hersteller nicht. Man hat nur ein Design und man möchte einzelne Leiterplatten bekommen, also Single PCB. Wenn man jetzt auf Panel geht oder das auswählt, dann bekommt man praktisch einen gesamten Nutzen, wo man dann die Leiterplatten eventuell rausbrechen muss, wenn die geritzt sind, beziehungsweise raussägen muss, je nachdem, oder rauskneifen muss. Würde ich speziell eigentlich nur empfehlen, wenn man jetzt selber bestückt oder so automatisch. Das weiß ich nicht, ob das irgendjemand jetzt im privaten Hobbybereich so braucht. Normalerweise ist es Single PCB. Die nächste Frage ist die Dicke der Leiterplatte. Standardmäßig ist ja die Leiterplatte 1,6 mm dick. Man kann auch sogar ein bisschen mehr wählen, 2 mm oder eben 0,4. Das kommt immer darauf an, wie man es ja braucht. Also normalerweise denke ich mal, ist für den gängigen Brauch 1,6 mm okay. Und die Farbe des Lötstopplacks ist jetzt hier grün. Wenn ich jetzt hier das ändere, dann sieht man auch, die Farbe oben ändert sich. Ich glaube, preislich, weiß ich nicht, ändert sich da was. Nee, preislich ändert sich nichts. Da sollte man auch mal darauf achten, ob auf der rechten Seite hier der Preis sich irgendwie ändert. Ich bleibe bei grün. Und der Bestückungsdruck soll weiß sein. Hier gibt es keine weitere Auswahl. Das ist auch ganz sinnvoll, eigentlich weiß. Als nächstes kommt, ob es mit oder ohne Blei verzinnt werden soll. Also mit Blei oder ohne Blei, beziehungsweise vergoldet. Und wenn man jetzt auf den Preis mal guckt, zwischen also bleifrei und Blei, ist ein bisschen Unterschied. Und wenn man auf vergoldet geht, ist auch ein erheblicher Unterschied. Im Normalfall braucht man keine vergoldeten Leiterplatten. Das ist eigentlich nur dann notwendig, wenn auf der Leiterplatte hier irgendwo direkt Steckmöglichkeiten für Steckverbinder vorgesehen sind. Dann braucht man schon vergoldet, ansonsten eigentlich mit oder ohne Blei. Heutzutage ist ja bleifrei eigentlich so der Standard. Die nächste Angabe hier betrifft die Kupferdicke. Die sind ja normalerweise 35 µ. Das kann also so bleiben. Hier ist nochmal dann der nächste Punkt hier mit den Goldfingers. Das hat also hier nichts mit James Bond zu tun, sondern mit den Goldfingern sozusagen, die bei solchen Steckkontakten ja notwendig sind. Da ist es hier nochmal die Beschreibung. Also die werden dann nur vergoldet, wenn man eben hier Gold ausgewählt hat. Sonst werden die Goldfinger eben normal verzinnt. Da sollte man also drauf achten. Also wenn man hier solche Goldfinger irgendwo hat auf der Leiterplatte, dann sollte man vergolden lassen. Dann haben wir hier einen Punkt, der betrifft, glaube ich, JLC-PCB selber. Da kann man hier auf das Fragezeichen mal gehen. Da gibt es dann nochmal Confirm Production File. Da wird nochmal, kriegt man eine Mail, dass die Produktionsdateien okay sind. Habe ich jetzt hier nicht. Flying Probe Test ist insofern wichtig, weil im Prinzip die gesamte Leiterplatte, also die Verbindungen der einzelnen Leiterbahnen getestet werden. Das sollte man auf jeden Fall immer machen. Dann haben wir hier diese Castellate Holes, oder Castellation Holes.
Das sind diese Anschlüsse, das kennt man vielleicht bei irgendwelchen Bluetooth-Modulen oder sowas, wo hier eben so ein Kontakt ist, der zur Außenkante geht, um den dann von hier aus zu löten. Das kann man angeben, wenn man sowas hat. Und ein weiterer Punkt, den betrifft, glaube ich, auch nur der CPCB. Die machen praktisch auf dem Bestückungsdruck immer ihre eigene Nummer rauf, damit es, hier steht es auch, damit es unterschieden werden kann zwischen anderen Boards. Kann man ja oder nein machen. Aber also ich lasse es jetzt erstmal alles so, wie es hier ist. Und dann kann man hier noch was dazu schreiben, wenn man will. Wir haben ja jetzt hier in dem Fall keine SMD-bestückte Leiterplatte. Man könnte also jetzt nochmal SMT-Assembly machen, das heißt Bestückung, beziehungsweise dann den Stencil, das heißt den Pastendruckmaske sozusagen bestellen. Brauchen wir hier nicht. Das ist also jetzt hier, diese Angaben, wie sie jetzt hier sind, sind für eine normale zweilagige Leiterplatte ausreichend. Zum Schluss will ich noch mal kurz auf das Thema Dokumentation oder technische Dokumentation eingehen, was oftmals, sage ich mal, vernachlässigt wird oder für nicht so wichtig genommen wird. Ich habe hier mal aufgerufen im Dateimanager hier mein Verzeichnis, wo dieses Projekt von KiCad ist. Da sind ja alle Dateien drin, also die KiCad-Dateien und auch die Gerber-Dateien. Dann habe ich einen Ordner angelegt, technische Doku. Da sind auch einige Dateien drin. Das sind teilweise PDF-Dateien aus KiCad kreiert oder Bilder. Und diese habe ich jetzt versucht, hier in eine technische Doku ja einzubinden. Und das ist eigentlich hier so das Minimum, was eigentlich so eine Doku hergeben sollte. Also man sollte eine Information darüber kriegen, letztendlich über alle technischen Gegebenheiten für so ein Projekt. Ich habe hier mal angefangen mit der Leiterplattengröße und die Bemaßung dazu. Also wie groß ist das ganze Ding? Wo sitzen hier die einzelnen Potis zum Beispiel? Hier habe ich nochmal dazu gepackt, hier mit dem Steckverbinder oder der Schraubklemme hier für den Ausgang. Ich hätte es hier auf der linken Seite auch machen können, aber es geht jetzt erstmal nur als Beispiel hier. Also so eine Bemaßungsskizze ist mal sehr wichtig. Der nächste Punkt ist dann mal zu gucken, wie sieht der Bestückungsdruck eigentlich aus, weil man doch noch mal so sieht in einem Dokument, wo sitzen dort welche Bauteile. Dann habe ich hier noch mal den Top Layer und auch den Bottom Layer hier so mal dargestellt. Dann hat man da auch mal einen Überblick, wie das Ganze so aussieht. Und dann natürlich den Stromlaufplan an sich. Das ist eigentlich so das Elementarste dieser ganzen Geschichte, der Ursprung der Idee sozusagen. Da sieht man eben alles technisch gesehen von dem Projekt, von der Schaltung und nicht zuletzt die Stückliste. Und bei der Stückliste ist es wirklich Handarbeit bzw. sehr viel Arbeit. Es kann also sein, dass man hier für so eine Stückliste wirklich einen ganzen Tag braucht, um irgendwelche Sachen rauszubekommen. Jetzt in dem Fall war es jetzt nicht so schwierig. Man sieht, ich habe hier praktisch nur zwei Lieferanten, einmal Reichelt, einmal Segor. Und das Problem an der ganzen Geschichte jetzt ist, hier, das sind die gelben Sachen, also dieser 2N5457, den gibt es nicht mehr. Und diesen Heatsink hier in gelb, den finde ich nicht. Das sind also Probleme, auf die man stößt, wenn man jetzt mal versucht, die Leiterplatte jetzt zu bauen, also herstellen zu lassen und die Bauteile sich zu besorgen, dann kommt man auf solche Probleme, dass man auf einmal merkt, dieser Heatsink ist nicht vorhanden. Also zumindest habe ich nicht gefunden. Ich weiß jetzt nicht, welcher Hersteller es ist. Steht leider in der Beschreibung auch nicht drin bei KiCad. Also falls da jemand den einen Hinweis geben kann, wäre ich dankbar. Dann würde ich das hier noch mit reinschreiben. Aber das sind so Probleme, auf die man stößt, wenn man eben anfängt, hier die schönen Bauteile zuzuordnen zu den Lieferanten mit den Bestellnummern. Und dann auf einmal feststellt, dass es entweder dieses Bauteil nicht mehr gibt oder es kann nur ein anderer Lieferant liefern, sodass man da auf zwei Lieferanten angewiesen ist. Ich habe hier ja noch eine Spalte oder zwei Spalten eingefügt mit Lieferant 2. Also man sollte in jedem Fall mindestens eigentlich drei Lieferanten dort mal auflisten, ob die das liefern können. Also hier bei den Widerständen wird es natürlich jeder Bauteillieferant machen können, allerdings bei anderen Sachen vielleicht nicht oder nicht in der Form. Also da sollte man Alternativen auf jeden Fall mal mit
Auflisten, das ist wirklich ganz wichtig, denn wenn so ein Projekt irgendwo mal nachgebaut werden soll oder wenn man es nachbauen will oder nochmal neu auflegen will, dann ist man hier auf so eine Sachen wirklich angewiesen. Hier nochmal eine Zusammenfassung, worauf es bei Gerber-Daten ankommt. Die Gerber-Daten benötigt ja der Leiterplattenhersteller, um die Leiterplatte überhaupt produzieren zu können. Sie sind auch in der Regel nicht veränderbar. Und aus dem CAD-System müssen verschiedene Layer ausgewählt werden. Ich habe es mal hier aufgelistet für zweilagig und bedrahtet. Auf jeden Fall Kupfer oben unten, Lötstoffplatte oben unten. Und auch die Bohrdaten, das ist eigentlich das Minimum. Der Bestückungsdruck ist eigentlich optional. Man muss den nicht unbedingt machen. Und der Pastendruck, da habe ich noch gar nicht drüber gesprochen, der ist eigentlich nur für die SMD-Bestückung notwendig. Auch hier gilt, kreativ und flexibel sein. Es ist wirklich empfehlenswert, mittels Gerber Viewer jede einzelne Lage zu überprüfen, genauestens. Und wenn Missstände auffallen, vom PCB-Design her ändern und die Gerber-Daten dann neu erzeugen. Und hier auch nochmal, nur wenn die Gerber-Daten korrekt sind und man sich mit seinem Design zufrieden ist, dann wird auch die Leiterplatte in erforderlicher Weise produziert werden können. Zur technischen Dokumentation, worauf es ankommt. Diese Informationen sind für Redesigns, Reparaturen oder auch andere technische Prozesse, auch zum Beispiel für die Beschaffung der Bauteile notwendig. Und Stücklist, Stromlaufplan und Bestückungsdruck sind eigentlich das Minimum, was in so einer Doku rein sollte. Und in der Stückliste sollten also mindestens drei Lieferanten mit der entsprechenden Bestellnummer ausgewiesen werden. Möglichst dann natürlich auch die Hersteller direkt. Also nicht nur ein Lieferant, der das von einem Hersteller bezieht, sondern eben auch Herstellernummer, also genaue Bezeichnung. Und es sollten dann auch sicherlich mechanische Teile wie Schrauben, Stecker oder Gehäuse zum Beispiel mit aufgelistet werden. Auch hier in der Stückliste ist es natürlich Projektname, Datum, Name und Versionsnummer obligatorisch, genauso wie im Layout bzw. im Stromlaufplan. Weitere Informationen können immer sehr hilfreich sein, also zum Beispiel die Handhabung von Bauteilen oder Bestückungsbesonderheiten oder auch, was immer sehr interessant ist, ist ein Bild des Projekts bzw. auch Explosionszeichnungen. Und hier nochmal so zum Schluss, eine gut ausgearbeitete technische Dokumentation erleichtert erheblich eine spätere Nacharbeit oder Wiederauflage eines Projekts. Es erspart sehr viel Zeit. Ja, und das war es hier im dritten Teil zum Thema Gerber-Daten und Dokumentation. Im nächsten Teil geht es um eine Änderung hier in diesem Design. Ich hoffe, es hat wieder was gebracht und dann bis zum nächsten Teil. Tschüss.